Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute hier an der Charca de Maspalomas beginnend am 26. Ich bin auf dem Weg zur Strandpromenade, zum Boulevard. Und was fällt mir auf? Hier sitzen sie heute Morgen auf der anderen Seite. Nein, da sitzen auch noch welche. Halbe ungefähr. Und ja, genießen die Sonne hier an der Charca. Aber nicht nur Möwen, es sind auch andere Vögel dazwischen. So, der Blick in die Berge. Und hier sitzen auch immer viele Fotografen, also am Nachmittag, so wie jetzt auch, oder einige, und beobachten dieses Treiben hier an der Charca. Und auf der anderen Seite seht ihr, da gibt es auch so ein Grüppchen. So, weiter geht's Richtung Hotels. Hier ist die Ausfahrt vom Palm Beach, hier ist das Time, das italienische Restaurant, und hier daneben, da wird gerade eingeräumt, da gibt es Ware und Paletten. Hier werden wieder die Souvenirshop oder ein Souvenirshop eröffnet. Das waren gerade die Paletten hier. Oben drüber das Restaurant Samsara. Das ist auch einen Besuch wert. Das liegt sehr gut von der Lage, aber auch von der Deko oben. Ich habe schon mal was gezeigt. So, und gestern wurde ich in den Kommentaren gefragt, was denn hier los sei gegenüber vom Kongresszentrum bzw. vom Baobab. Ich konnte keine Auskunft geben. Jetzt weiß ich, schuld ist Jack Ryan, so heißt er wohl. Der Schauspieler oder der Film, der hier entsteht, gedreht wird, Filmaufnahmen, die Vorbereitungen laufen. Hier sind auch Absperrungen, dass man hier also nicht parken darf. Nicht halten und nicht parken. Wir sind hier genau vis-à-vis vom Hotel Via del Conde. Ja, und hier fährt auch so ein kleiner Kranwagen, sage ich mal. Hier weht auch eine Fahne, die sonst hier nicht steht. Und da oben in der Einfahrt, da ist auch richtig Autos geparkt, und ich sehe auch so ein, sieht aus wie so eine kleine Bühne oder eine Trennwand, die da steht. Oder man wechselt hier nur noch schnell mal die Glühbirnen aus, das kann auch sein. So, aber hier steht großes Gerät, und das schaut aus wie der Aufsatz für Scheinwerfer und Kamera. So, vielleicht weiß jemand, was hier gedreht wird. Ich habe den Namen Jack Ryan hier gehört. Da sind ja richtige Geräte. Da komme ich mit meiner kleinen Kamera nicht mit, nein. So, ja, hier wechselt man oder verdunkelt. So ist es, es wird verdunkelt hier. Mit schwarzer Folie, professionell mit dem Müllbeutel, werden die Lampen zugedeckt, abgedeckt, wie auch immer. Hier seht ihr das, da sind die Folien schon rum. Ja, was nicht alles so los ist bei uns hier auf der Insel. Ja, das scheinen so Kameras zu sein, die dann
von der Kanzel oben drüber aus zum Einsatz kommen. So, jetzt geht's weiter da hinter mir. So, und hier wird der Verkehr unterbrochen, heißt es hier. Komplett. 19. bis 30. Mai. Nein, hier heißt es nur für die Filmaufnahmen. So, und so schaut das jetzt hier vor dem Hotel aus, Via del Conde. Da kommt oben drüber irgendwas hin. Der Kranwagen montiert da was. Da vorne ist auch sein Schild, ein auffälliges Base heißt es. Da hinten ist das Camp, damit die Zulieferer sich nicht verfahren. So, und ich muss sagen, wieder mal ganz, ganz positiv überrascht. Ich habe hier gefragt einen Sicherheitsmann, der gerade auch im Gespräch war, und der hat mich sehr, sehr gut beraten und hat mir Auskunft gegeben. Muchas gracias! Und hat mir gesagt, um was es hier geht und dass heute Abend die Filmaufnahmen stattfinden werden, und hat mir den Titel genannt. Ich habe ein Foto machen können von seinem Handy. Und ja, das freut einen immer wieder, dass man hier, ja, auch wenn man natürlich die Fragen vernünftig stellt, auch wunderbare Antworten bekommt. Also ganz interessant, Jack Ryan 4 heißt der Film, der hier gedreht wird. Und hier ist was los, ich sage euch, so viel Aufwand. Naja, ich habe mich ja noch nie richtig damit beschäftigt. Hier, schaut mal an, was hier für Autos stehen. Das ist die Technik hier. Hier ist was los. Ich sag mal, das sind ja zig Autos, die hier irgendwie involviert sind. Da hinten, da ist jetzt die Base. Da werde ich jetzt aber nicht hinfahren, da sind mir einfach nur zu viele Container, zu viele Fahrzeuge, und ich schaue mir das jetzt. Ja, eigentlich müsste man hier abends mal herkommen. Aber ich nehme an, die ganze Gegend wird abgesperrt sein. Die wollen nicht so neugierige Menschen mit dabei haben. So, ich schau mal, vielleicht sieht man von der anderen Seite auch was. So, hier neben dem Hotel Via del Conde, da ist die Anlage Bahia Meloneras 1 und Bahia Meloneras 2. Wir haben hier eine touristische Anlage. Früher, jetzt ist alles privatisiert und man kann hier selber wohnen, kaufen, mieten. Ich habe schon mal darüber berichtet, das ist jetzt etwas hochpreisig. Hier gibt es Wohnungen mit 2 bzw. 3 oder 4 Schlafzimmern auf 2 oder 3 Etagen. Teilweise mit Keller ausgebaut als Apartment mit Lichtschächten, Dachterrasse, Eckwohnungen. Je nachdem, die Unterschiede sind sehr groß. Auch die Lage, einige haben direkten Zugang zum Haus. Parkplatz davor, andere den Parkplatz in der Seitenstraße, und dann gibt es welche, die haben gar keinen Parkplatz. Und hier kann man dann doch am häufigsten kurzfristig
Urlaub machen, beziehungsweise 2, 3, 4 Wochen Urlaub machen. Aber man kann auch langfristig hier was bekommen für Monate, beziehungsweise auch für Jahre. Einfach eingeben, Bahia Meloneras. Und dann bekommt man da dann auch vielleicht die Treffer für eine weitere Suche. Diese Anlage zieht sich jetzt bis zum Hotel H10. Und wenn man jetzt mit 6 Personen zum Beispiel reist, dann rechnet sich das vielleicht auch wieder vom Preis. So, wir begeben uns jetzt hier nach unten, nochmal an der ganzen Technik hier vorbei vom Via del Conde. Ja, da sind die Hotelgäste ja auch irgendwie alle involviert. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann was berichten kann. Ja, Klaus wollte ich ja sagen, den habe ich heute weggebracht zum Bus und der ist ja unterwegs nach Deutschland. Und da wird er auch wohl eine Zeit jetzt bleiben. In 4 Wochen kommt er wieder. Eine Woche Deutschland, dann 2 Wochen Urlaub Gran Canaria, nein, sondern 2 Wochen Karibik und dann noch eine Woche Deutschland. Und das sind zusammen addiert dann die 4 Wochen. Wir wünschen ihm eine schöne Zeit und er wird sich zwischendrin auch mal melden. So, und das ist wieder so ein schöner Moment hier, ein schöner Blick. So, von dieser Seite aus, da sieht man jetzt keine Veränderung. Ganz normaler, entspannter Hotelbetrieb. Ja, ich bin gar nicht neugierig, aber ich will trotzdem sehen, wie es da so aussieht. Ja, schöner kann man kaum Urlaub machen, möchte ich sagen.
Ja, das hört sich von ihr an wie die Musik in einem chinesischen Restaurant. So, ich bin hier wieder bei dem kleinen Kreisel, bei dem Friedenskreisel, wie er genannt wird hier. 29. März 2016, wenn jemand nachlesen möchte. Das ist die Musik hier vom Hotel. Ja, ich kann da leider nicht aufnehmen, sonst gibt es da sofort wieder Probleme wegen Urheberrechtsverletzungen. Und das sind die ganz genau. Da ist das Video noch nicht hochgeladen und schon ist die Beschwerde dann auch schon im Haus. Auch wenn es nur Ähnlichkeiten sind, habe ich festgestellt, auch wenn ein ganz unbekannter Interpret eine Melodie irgendwie spielt, dann ist das auch schon ausschlaggebend dafür. So, jetzt können wir vielleicht wieder ein bisschen aufnehmen hier. Diese schönen Apartments direkt mit dem Pool. Und ja, bequemer geht's nicht, um ins Wasser zu kommen. Ja, und hier die andere Hotelanlage. Also laut Vorhersage ist heute hier in Maspalomas weniger Wind wie in Playa. Gestern war es überall stürmisch, aber das ist jetzt angenehm mit ein bisschen Rückenwind hier. Ja, Faszination mehr, würde ich sagen. Mehr geht nicht. So, und hier riecht es jetzt wieder ein bisschen nach Algen. Das sind die, die sich hier noch zwischen den Steinen gehalten haben. Und jetzt durch die Sonne ein bisschen von dem Geruch freigeben, aber es ist jetzt nicht besonders dramatisch. Es gibt auch am Strand keine, jedenfalls heute Morgen waren keine Algen irgendwo zu sehen. So, hier zwischendrin immer die Bänke zum Sitzen, Ausruhen, Genießen, Blick aufs Meer. Und hier wieder Café de Paris und Maximilians. Immer gute Adressen hier. So, das ist es jetzt auch heute hier. Die kleine Rundtour. Ich gehe hier noch ein bisschen laufen. Und verabschiede mich jetzt schon mal hier mit diesen Bildern. So, ich schaue gerade noch, ob ich da irgendwie noch was Auffälligkeiten sehe hier. Aber das ist alles
ganz normal. Hier gibt es jetzt keinerlei Veränderungen bezüglich der Filmaufnahmen. Ja, hier ist auch richtig was los beim Taxistand, das seht ihr selber. Ja, das sind jetzt die Gäste, die jetzt am Nachmittag zum Boulevard, zum Strand gehen, nicht mit der Absicht zu baden, zu schwimmen. So, ich sage jetzt hasta luego, bis morgen früh, da gibt es ein Video, das ist vom März, ist es März oder März, April, und zwar Bergtour Roque Nublo. Das ist das, was die Conny gemacht hat, eine Zusammenstellung aus Bildern, einem Video und Musik, richtig schön. Und das ist die Einstimmung, ich habe auch noch ein paar 360 Grad Videos. Und ja, die möchte ich euch dann auch so gelegentlich dann vorstellen. So als Schmankerl zwischendrin. Hasta luego.